Ja, okay. Er wird's wissen. Mit 320 hier? Mhm. Oh Gott, Was das war machst du? zu viel gelenkt. Was machst du Oh. denn? Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist es wieder soweit. Wir fahren den Aserbaidschan Grand Prix rückwärts und zwar im 5-Runden-Modus. Mit wir meine ich Marcel. Hallo. Und meine Wenigkeit. Bevor das Video startet, möchte ich nochmal ganz kurz Dankeschön sagen, und zwar für den Support des letzten Videos zu F1 22 und den Strecken, die eventuell dazukommen. Denn das Video ging mal, naja, so brutal durch die Decke. Dank euch. Macht auf jeden Fall so weiter, hat mich auf jeden Fall tierisch gefreut. Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. So, 3, 2, 1 und los. So, liebe Freunde, der Aserbaidschan Grand Prix rückwärts ist damit underway und ich habe einen guten Start. Ja, Mike, heute nicht im AlphaTauri unterwegs? Nee, heute mal im Red Bull. Ich bin zwar übelster Ferrari-Fan, genauso wie Marcel, aber ich dachte mir, heute müssen wir mal den Red Bull nehmen. Und ja, was haltet ihr denn von der aktuellen Saison, liebe Freunde? Ne, also, es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Saison. Und es ist quasi Red Bull versus Ferrari und das wird auch noch lange Zeit so weitergehen. Oder Marcel, was meinst du? Ja, man hatte ja kurz gedacht beim Spanien Grand Prix, dass Mercedes einen Aufwind erlebt mit den Updates, aber in Monaco wurden sie ja schon wieder von der Realität eingeholt. Ich habe auch gelesen, dass der Chief Engineering von Mercedes auch meinte, dass sie in Baku sehr wahrscheinlich strugglen werden. Also ich denke auch, dass es beim Zweikampf Red Bull versus Ferrari bleiben wird. Ja. Ja, ich dachte auch, es ist Mercedes in Spanien überraschend stark und sie haben ja auch angeblich das Porpoising, also dieses Bouncing jetzt in den Griff bekommen. Ja, in Monaco sah das Ganze leider etwas anders aus. Hamilton hat auch erzählt, dass ihm nach dem Monaco Grand Prix wegen den ganzen Bodenwellen schon der Kiefer und sowas wehtat. Oha. Ja, es ist auch übel sowas. Ja, liebe Community, was glaubt ihr? Wer wird den Aserbaidschan Grand Prix denn eurer Meinung nach gewinnen? Ne? Ferrari? Oder Red Bull? Oder vielleicht doch jemand vollständig anders? Schreibt es gerne in die Kommentare. Marcel und ich sind auf jeden Fall sehr gespannt darauf, wen ihr die Daumen drückt. Apropos Marcel, meine lieben Leute, denn der liebe Marcel hat euch etwas mitzuteilen. Richtig, denn tragt euch am besten jetzt schon ganz fett im Kalender ein. Sonntag, der 19.06. um 15 Uhr werde ich meinen ersten Livestream auf Twitch veranstalten. Marcel Fischer 25 einfach mal danach suchen und gerne schon ein Follow da lassen, denn ich spiele dort zum ersten Mal F1 22. Ihr habt richtig gehört, ich darf dort zum ersten Mal F1 22 schon live spielen mit euch. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Genau, und ich setze noch einen drauf. Wir haben für Marcells Kanal, also seinen deutschsprachigen Kanal, haben wir auch eine Challenge hier in Baku aufgenommen. Ich sag mal so viel, das war eher die Ein-Gang-Challenge. Welchen Gang wir benutzt haben, naja, das erfahrt ihr, wenn ihr auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung klickt. Ja, liebe Leute, bevor ich es vergesse, habt ihr übrigens gewusst, dass die Breite der Burgpassage nur 7 1,5 Meter betrifft. Ich hab den verdammten Bremspunkt verpasst. 7,5 Meter. Also, wenn ein Formel-1-Auto 2 Meter breit ist, könnte man rein theoretisch und auch praktisch mit drei Autos da durchfahren. Das will ich sehen. Und apropos Burgpassage, habt ihr übrigens die Fotomontage mit dem Kiesbett gesehen? Ich fand das so gut. Ich habe erst gedacht, das wäre wirklich real, aber das ist es gar nicht. Das sah so echt aus, selbst Marcel wusste das gar nicht. So, wir sind jetzt in Runde 3. Marcel hat ja hin und wieder mal ein paar Schwierigkeiten mit der Rundenanzahl. Ja. Gut, dass du überwitzelst. Ja, Das einer wäre ich muss es ja tun, ne? aufgeschmissen. Nein, ey, keine Dive-Bomb hier. Nee, hat alles gepasst. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Achtung, Kiesbett! Kappa! Ja, liebe Community, was haltet ihr eigentlich vom Aserbaidschan Grand Prix? Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen? Findet ihr ihn spannend? Findet ihr ihn nicht so spannend? Lasst es mich gerne in den Kommentaren mal wissen. Also ich finde, diese Strecke hat auf jeden Fall was. Und Überholmanöver sind mal dermaßen gegeben. Ja, absolut. Nicht so wie in Monaco. Oh Und in je. den letzten Jahren hat uns Baku auch immer einen überraschenden Podiumsplatz
Podiumskandidaten beschert. Mhm. Hoffentlich auch dieses Jahr wieder. Ja, und vor allen Dingen die letzten 5 Rennen. Alles unterschiedliche Pole-Setter. Wer hätte das kommen sehen? Also ich nicht. Das ist auch verrückt. Ja, verrückt ist auch, wie ich mich jetzt an dir heransauge. Oh, leichtes Oversteer, so bei Tempo 300. Macht Spaß. So, ja. Ui, lass die Karre heile. Ja, ich versuch's. Seid ihr schon mal Aserbaidschan in F1 21 oder auch im zukünftigen F1 22 Spiel werdet oder seid ihr die schon rückwärts gefahren? Macht das mal. Das ist voll geil. Also, macht Spaß. So, weiter geht's. 92 Grad. Marcel hat eben die Reifen-Challenge gemacht. Er wollte mal wissen, wie heiß die werden. Ja. So, weiter geht's. Wir befinden uns Ende von Runde 4. Auf jeden Fall sehr spaßig. Ja, absolut. Diesmal verbremse ich mich nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Aserbaidschan Grand Prix, denn die Formel 2 wird da unter anderem auch wieder am Start sein. Auch Ralf Boschong, der diese extremen Nackenschmerzen hat, ist wieder am Start, falls du nicht wusstest. Ja, gut. Ne? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein richtig cooles Wochenende. Und ja, okay. Er wird es wissen. No. Mit 320 hier? Mhm. Was machst du? Was machst du denn? Das hat all die Male wunderbar funktioniert und du versaust es. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe nichts anders gemacht. Wie geil, ey. So, weiter geht's. Marcel hat neben seiner Reifen-Challenge auch eben kurz die Karosserie-Challenge gemacht. Das Auto hat bestanden. Ja. Ansonsten gibt es zu dem Aserbaidschan Grand Prix nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben alles Mögliche gesagt. 20 Kurven, jeder spannender als die andere. Gerade die hier. Oh ja. Aber glaubt ihr, dass irgendjemand von den Fahrern die Bockpassage, naja, ihr wisst schon, ne, ob er da crasht? Was glaubt ihr? So war ja, in der Tiefi. So, sowohl Formel 1 als auch Formel 2? Lasst es mich gern wissen. Formel 2 sage ich Wips. Es kann aber auch wirklich jeden treffen. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, zum Abschluss des Videos können wir Marcel übrigens gratulieren, denn auf seinem englischsprachigen Hauptkanal hat er die 30.000 Abonnenten erreicht. Mate, Glückwunsch dazu an dieser Stelle. Vielen Dank. Oh, er macht die Dive Bomb hier, nix da. Nein, 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 Freundchen, so nicht. Oh mein oh, Gott, oh, Fotofinish. Oh nee! Ja! Oh, ja! Schade. Ja! Geil! Oh, Glückwunsch! Das war knapp, ey! Was auch immer du da machst, macht Spaß! Ja. So, liebe Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, checkt mal Marcells Infos in der Infobeschreibung bezüglich seines Videos und seines Livestreams, der bald stattfindet. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Tschüss.